Hallo ihr Lieben! Hi! So, wir haben heute den dritten Sonntag im Dezember. Was bedeutet Nicole? Ja, lass mich mal überlegen. Ich kann das zwölfte Auch. Türchen öffnen! Ja, auch. Endlich! Yay! Nee, lass mich raten. Da war doch was. Ist nicht in einer Woche und 4 Tagen Weihnachten? Ja, und was ist heute? Der dritte Advent, meine Lieben, ihr habt zugeschaltet. Ja, und was machen wir da? Erstmal die Sache von dem Schneemann hier begutachten. Ist das die Glocke? Ja, die Glocke essen. Und ja, wir sagen wieder Scheiße, Quatsch und weiß ich nicht. Und singen unser Ständchen, beziehungsweise sagen Gedichtchen. Ja. Irgendwie so, in der Dreh. Ja, nee, jetzt müssen wir was reden. Ganz improvisiert. Ja, ganz improvisiert, Mann, Mann, Wir haben uns Mann. nämlich jetzt mal nicht vorher abgesprochen, ganz schlauerweise. Wie, haben wir uns jemals abgesprochen? Ja, doch, wir hatten immer kurz davor gesagt, wir reden jetzt übers Frühstück oder sowas. Apropos Frühstück. Ich habe auch so eine Kiwi gehabt in der Woche, wo Herzdingsform war und sogar diese Kerne in Herzform waren. Also so angereiht halt. Kann ich dir mal schicken. Ja, Mom. Ich konzentriere mich gerade auf die Kerze. Die ist voll cool irgendwie. Ich mag die. Ich mag die. Ernsthaft. Glaube ich dir, glaube ich dir. Oh, oh, ich habe was falsch ausgewählt. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Nein, wie geht das weg? Wie geht das weg? Wie geht das weg? Rückgängig. Okay. Es ist weg. Es ist weg. Es ist weg. Es ist weg. Wo haben wir das? Handy Memories. Teil 2 vielleicht. Ja, das war doch dann unter den Anime-Ordner. Ja, Verdammt, das sieht reden scheiße ruhig weiter. aus. Da. So, und jetzt haben wir es. Ja. Guck mal, schicke ich dir jetzt gleich. Warte mal. So, der be die bekommt mal Arme. So, jetzt kriegst du zwei und von denen darfst du auswerten, welches Bild du besser magst. Ich mag die Kerze. Wie jetzt? So. Das soll ich einfügen, oder was? Ja, such's eins von beiden aus. Bam. Damit habe ich deine auf jeden Fall getoppt. Extra dies gekauft, sie aufgeschnitten und geguckt, ob. Ich esse ja Kiwis auch. Ob. Ja, und dann, man mag es nicht glauben, ich war auf dem Weihnachtsmarkt. Ich habe davon auch Bilder geschossen. Ja, weiß ich nicht, wir können voll die Bildergalerie jetzt gerade machen. Ich habe die alle auf dem Desktop. Da würde ich ein extra Video draus machen. Okay, also Leute, das ist Nicoles Kiwi. Die hat auch so eine Herzform ein bisschen, ne? Stimmt schon. Ja, ne? Sogar die Kerne. Was ist dein Hintergrund? Ist das eine Tischdecke? Nein, das ist die Schale, in der sich die reingetan hat. Okay, Leute. Genießt die Bilder. Denkt an Kiwis. Okay. Also Kiwi, Kiwi, Kiwi. die Kiwi. Ja. Die Kerze habe ich im Prinzip ja eigentlich schon fertig. Soll ich noch was Extras malen? Och, jetzt minimiert euch doch mal, ihr dummen Dinger. keine Ahnung. Bei dir liegt Schnee, bei mir schneit's gerade. Ein Schneemann! Okay. Dingebär, Ey, ob ich Dingebär, das hinkriege, obwohl es dürfte ja Dingebär. nicht so Rund, schwer rund, sein. drunter. 3 runde Dinger. Warte, von mir aus auch eckig. Echt mal. So, dann nehmen wir mal ein dunkleres Grün für das da. So. Und weiß. Bum, bum, bum. Das sind tolle Advent-Specials übrigens. Ja, na, voll viel Gerede. Kann mich kaum in Zaun halten.
Nee, ich schreibe doch noch nebensächlich hier was auf. Ja, keine Ahnung, Leute. Ja, wir hatten schon mal, wenn es bei euch ausschneidet, schreibt mal rein, dass es schneit. Hatten wir schon mal, keine Ahnung, wenn ihr etwas Besonderes erlebt habt, dann schreibt mal rein, was. Haben wir auch mal gehabt, aber meldet sich ja so gut wie keiner, meine ich, gelesen zu haben. Keine Ahnung, Mann. Also, wir wollten ja eventuell irgendetwas mit einem Milka-Schokolade senden, Bild aus, oder war das nicht, Bild ausdrucken, unterschreiben und dann habt ihr was von Kika und Rika. So nach dem Oh Motto. mein Gott. So. Oder so in der Dreh, weiß ich jetzt nicht. Das stinkt voll, ey. Ja, Wer wann schon. kann Bilder riechen? Ja, weil das ist hier komisch mit dem Malen, weil ich versuche da noch so ein Besen dran zu machen. Also, falls ihr das nicht erkennt, das soll ein Besen sein. So. Okay. So. Geschafft. So, und ich mache noch einen orangen Punkt als Nase. Zack. Ja, an sich. Also, An wir sich, ich wissen. kann ja mal gucken, was jetzt draußen los ist, aus der Schnee. Vielleicht ist ja wer, ups, an den Sonntag mal aus der Straße. Kann ja sein in Hamburg. Ich bezweifle es aber. Die Leute sind ja Ich alle so, versuche ich noch muss mal filmen Merry schon. Christmas nachzuziehen. So, ein Auto, aha, eine Dame mit einem Kinderwagen, ja, aber sonst, der Nachbarsjunge, ja, aber sonst, gut, das sollte man vielleicht nicht in Schlafanzug machen. Ja. Vor allen Dingen der Hund. Bell, bell. Wuff, 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 ja, nee. Ey, ich krieg das eh nicht exakt nachgemalt. Das ärgert mich so. Na, nimm eine Schriftdatei und schreib das einfach nochmal wo an der anderen Ecke rein. Nee, das ist dann ja nicht persönlich. Doch, wenn du eine extra Schrift nimmst, was weiß ich, geschnörkelte Schrift oder sowas. Ja, kann doch sein. Oh, das ist ja wohl so kackig. So, ich geb's auf. Also, echt mal. Ich hasse das. So, ich würde sagen, wir lassen das jetzt. Eigentlich sind wir fertig, ne? Ja, Und eigentlich. ja, also jetzt haben wir eigentlich nicht so viel Besonderes gelabert, aber wir haben ja unsere Kerzentradition eingehalten. Und Leute, freut euch schon mal auf den vierten Advent. Da lassen wir uns dann mal vorher nochmal ein Thema einfallen. Und dann Ja. kommt hier nämlich, zack, mache ich meine Strichlinien, die vierte Kerze hin. Dö, dö, dö. Genau, jetzt weiß ich was. Ihr könnt ja drunter schreiben, welches Gesicht diese Kerze haben soll. Macht ein Voting, keine Ahnung. Ihr habt genau eine Woche Zeit, ne? Also wir gucken drauf. Und unter den Leuten, die das vorgeschlagen haben, wird natürlich ein Gesicht gewinnen. Unter den Leuten, die das Gesicht vorgeschlagen haben, wird die Person ausgelost, die ich dann noch so hier drunter schreiben werde, unter die Kerze. So, Das nee, heißt eigentlich richtige Werbung für euch, also genau. Leute, ne? Genau. Dann schreibe ich hier, angenommen, Nicole würde jetzt hier nicht mitmachen, ne? Die heißt da auf YouTube Okikario und sie würde voten, ja, soll ein Teufelsgesicht haben und das machen ein paar andere und sie würde da gewinnen unter der Verlosung. Jetzt schreibe ich dich echt falsch. So. Dann würde das in etwa so aussehen. Nee, komm, das machen wir anders. Das machen wir ganz, ganz anders. Das blenden wir dann ein oder so. In der Nee. Nachbearbeitung Nee, oder wie. ich mach das jetzt mit. Bei Paint hast du doch diese Option, was richtig reinzuschreiben. Mit Ach Areal so. und so. Ja, genau, Und das meinte ich ja vorhin. ja, dann mache ich das dann einfach so, zack, die Bohne. Und schreib rein, zum Beispiel bei Nicole. Wäre das so der Fall. So in der Art. Nur, dass ich dann die Schrift schwarz mache, den Hintergrund wieder grün und ja, ne? Also, aber, ne, jetzt mal hier so eine Einschränkung. Beispielsweise, wenn einer sagt Teufelsgesicht und weiß ich nicht, der hat das vor einer Stunde reingeschrieben und dann schreibt ein anderer, sag ich mal, ne, nach dieser Stunde nochmal dasselbe rein, dann gilt das natürlich nicht. Der Erste, der diesen Vorschlag reinschreibt, für den wird er gewertet, für den Zweiten dann nicht, ne? Also. Das verstehe ich jetzt aber selber nicht.
Also beispielsweise, ich schreibe rein Teufelsgesicht. Sagen wir, das ganze Ding wird ein anderer machen. Und dann loggst du dich eine Stunde später ein, siehst dir das Video an, ne? Und dann schreibst du auch noch mal dasselbe rein, was ich reingeschrieben habe. Dann gilt das natürlich nicht für beide Personen. Ja gut, das habe ich zwar anders erklärt, aber lass uns so machen. Also, Erklärt es das? gibt, es, ja, ich hatte es so erklärt, wenn jetzt einer schreit Teufelsgesicht und die anderen schreiben, ja, geil, Teufelsgesicht ist toll, wird unter denen, wer verlost, aber stimmt eigentlich, der eine hat ja nur die Idee, ne? Ja, eigentlich, ne? Also Leute, anders, Planänderung, ihr braucht alle eure eigene Idee, ne? Und unter den ganzen Ideen losen wir halt eine aus, dann mache ich mir einfach Zettelchen, werf's in die Luft und suche mir einen Zettel aus. Und dann nehmen wir einfach das Gesicht und derjenige, der diesen Vorschlag gebracht hat, ja, der wird halt dann da unten reingeschrieben, wie ich es euch gerade gezeigt habe. Ne? Also jeder bitte sein eigenes Gesicht, falls überhaupt jemand mitmacht, wäre toll. Ja, gut. Ja, sonst denken wir uns selber was aus. Dann war's das eigentlich mit dem Special und wir sehen uns. Ach ja, unser Spruch noch. Ja, nee. Advent, 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 ein ein Lichtlein Lichtlein brennt. brennt. Erst Erst eins, eins, dann dann zwei, zwei, dann dann drei. drei. Ja. Aber nur drei. Genau. Ja. Eigentlich ist das voll lahm, aber hey, das ist Tradition. Nur drei Lichter! So, weil es ist der dritte Advent, ne? Wer es noch nicht Ey. gerallt hat. Ja, wer es weiß, wenn das fünfte Lichtlein brennt, dann habt ihr alle Weihnachten verpennt, ne? Und damit gehen wir jetzt ab. Tschüss und so, müssen wir ja noch sagen. Ja, genau. Wir wünschen euch alle, allen, einen wunderschönen Advent. Ja, Einen dritten genau. Advent. Und dritten Sonntag im Dezember. Und macht euch einen schönen Tag und feiert schön oder was auch immer ihr macht. Und. Ist ernsthaft, wir haben den dritten Sonntag im Dezember? Warte. Gar Na nicht wahr, wir haben sicher, den sonst. zweiten Sonntag im Dezember. Der erste Advent war nämlich im November. Echt jetzt? Ja. Scheiße. Ja, es stimmt, so ist das ja gar nicht. Oh, ich Der bin. erste Advent ist meistens immer der letzte Sonntag im November. Das reimt Ja, sich sogar. ich hab mich da voll vermacht. Gut, wir haben den zweiten Sonntag im Dezember, ist mir doch egal. Und aber den dritten Advent und macht euch einen schönen zweiten Sonntag im Dezember und einen schönen dritten Advent und zündet euer Haus nicht an, wenn ihr versucht, die Kerze anzumachen. Ja, Ja. genau. Und übrigens, ich sehe gerade, Weihnachten ist in eine Woche und 5 Tagen, ne? Ich habe 3 Tage gesagt. Also, ja, ist so. Ja, dann ciao, Leute. Hi und viel Spaß. Jo.